So, Leute, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir sind hier wieder mit Abby im Firefly-Krankenhaus, nachdem Joel Ellie gerettet hat und den guten Jerry ihren Vater umgelegt hat. So, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Oh. Hä? What the f. Sie träumt. Sie hat Albträume, weil sie Schuldgefühle den beiden gegenüber hat. Seattle Tag 2. Erst Tag 2? Das heißt aber, wir werden noch einiges mit Abby erleben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt so langsam, wo ich reingekommen bin mit Abby, finde ich es auch ganz cool so. Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt nicht eine Qual, aber es hat schon so ein bisschen. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Es hat mich schon ein bisschen genervt, muss ich zugeben. Jetzt aber so mit hier Yara und. Verdammt, was mache ich hier? Da sind dreckige Scars. Du rettest sie, weil sie dich gerettet haben, Abby. Also wie gesagt, so langsam jetzt komme ich so ein bisschen rein. Weiterhin finde ich die Platzierung so ein bisschen fragwürdig von diesen Rückblenden, um Abbys Story zu erfahren. Wobei, wann hätte es besser denn Echt gepasst? fallen. Ja, stimmt. Okay. Sie hat Höhenangst, oioioi. Geht's klar, Abby? Alles klar, Abby? Kriegst du's hin? Ach, oh, wie sie zittert, unglaublich. Sie kriegt. Ich quäle sie so. Nee, ich mag Abby ja trotzdem so, auch wenn sie Owen dabei verhilft, fremd zu gehen, was ich jetzt auch nicht so cool finde, aber gut, Owen ist ja eigentlich der Hauptinitiator. Und ja, wie gesagt, ich hoffe hier Yara und Lev geht's gut, denn die beiden mag ich ganz gerne so. Die habe ich von Anfang an ins Herz geschossen. Das sind anscheinend gute Kinder, die das Herz am rechten Fleck haben. Und sie haben immerhin auch Abby gerettet. So, aber der Traum. Ja, gut, ey. Wann habt ihr gecheckt, dass es ein Traum ist? So, habt ihr schon von Anfang an gecheckt, dass wir da im Krankenhaus waren? Ich dachte so wirklich so, hä, wieso erleben wir das Ganze nochmal? Und wie gesagt, eine Rückblende in der Rückblende selbst wäre ja hier nichts Neues gewesen, von dem hätte es mich auch nicht verwundert. So, okay. Jetzt natürlich die Frage. Fuck. Es war die Abtrünnige. Wenigstens weiß ich, dass er lebt. Dieses Kind ist abscheulich. Was ist mit ihrer Mutter? Ich habe gehört, sie verweigert Nahrung und Wasser. Arme Frau. Sie hat sie erzogen. Also so ein großer Typ, deswegen. Was? Ich habe mich gefragt, wieso kann ich den nicht packen? Freunde. Jetzt weiß ich es. Weil er ein riesiger Kerl ist. Wie viele von diesen riesigen Kerlen haben die denn? Okay, halt mal. Tod. Wir werden angegriffen. Ernsthaft? Ich sehe sie. Wieso hat der erst nicht getroffen? What the fuck? Jetzt mal serious, das war uncool. Verliert ihr jetzt genauso schnell meine Spur wie die anderen Vollidioten? Ah, da oben ist einer! What? Oh, da ist einer! Tut mir leid, ich wollte nicht ein Genderless Human! So, hier, dafür wollte ich dir ein Geschenk geben, Freundin! Meine beste neue Freundin, zack! Oh, verdammte Axt! Alter Falter, sie haut ordentlich rein, die gute. So, na gut, alles klar. Wäre ein bisschen übertrieben, aber wir kriegen das hin. Ah, jetzt ernsthaft, okay. Dann hier hast du den, zack! Schön in den Rücken, denn ein toter Rücken, der kann leider nicht mehr entzücken. Oder was heißt leider? Zum Glück nicht mehr. So, erstmal wieder heilen. Ja, ich weiß, ich stelle mich jetzt gerade
nicht so optimal an, aber gut. Nicht jeder hat... Wo hast du mich? Ah, du bist auf der anderen Seite. Ja, danke fürs Warnen. So. Ihr habt dich auch bald im Visier. Komm her, zeig dein Köpfchen. Kollege? Na, mach mir so. Auf. Alter, ist noch ein... Ah, Kollege, Kollege, hier hast du es. Wie gefällt dir das? So, hat Spaß gemacht? Hat es das was gebracht? Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, mich zu beobachten, du kleine Spanner. So, okay, das war ein riesiger Fail, muss man zugeben, aber da kann nicht alles immer glatt laufen. Und nachdem ich den großen Daumen gehauen habe, war ich völlig verwirrt. So, bringt es hier überhaupt, mich nochmal umzuschauen? Weil eigentlich bin ich... Das sind die Wege, die ich schon gegangen bin, oder? Oder sind das jetzt neue? Ist eine neue Route, die wir zu Yara und Lev da nehmen? Keine Ahnung. Jetzt, das ist eine neue Route, oder? Das kommt mir nicht bekannt vor, dass ich hier drunter gekrochen bin. Aber kann auch sein, dass es eine alte Route ist und ich halt einfach diesen Weg nicht gegangen bin. Kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt eine Nahkampfwaffe dabei? Nein. Okay. Gab es denn nicht noch einen von den... Ich würde gerne trotzdem noch eine Nahkampfwaffe mitnehmen, wenn es denn geht. Wo war denn der große Kerl nochmal? Okay, hier ist er. Sehr schön! So, die Dame hat mir einen ordentlichen Schlag mit dem Hammer verpasst, aber schlussendlich sind wir siegkräftig davongekommen. Aber da muss man echt aufpassen, das macht deutlich, deutlich mehr Schaden, als ich vertragen kann. Okay, obwohl es macht nicht mehr Schaden, als ich vertragen kann, weil ich kann ja, ich würde sagen, mindestens... Ja, wir haben mindestens einen Schlag vertragen, sonst wäre ich ja schon gestorben. So, okay, auf damit. Ich hoffe, die sind noch immer dort. Wobei, weiß ich nicht, hoffe ich das? Abby hat ja Lev gesagt, so, sie sollen bei Sonnenaufgang abhauen, oder nicht? Okay. Damit uns niemand folgen kann, das ist schon mal ganz, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt will ich mich nochmal kurz hier umschauen, ob ich... Ne, hier ist... Das ist ein neuer Weg. Okay, okay. Dann kann ich mich ja auch ein bisschen umschauen und schauen, ob ich hier Münzen oder so finde. Oder ist das ein neuer Weg? Weil bis jetzt habe ich gar nichts gefunden. Was nicht ist, kann ja noch werden. Von dem her alles gut. Das ist auch kein Brief da unten. Schade. Ich lese gerne Briefe. Vor allem in The Last of Us 2. Briefe lese ich gerne. So, ich muss sagen, ich bin allgemein nicht so eine Leseratte, aber wenn mir jemand einen Brief schreibt, dann schaue ich doch ganz gerne mal da rein, muss ich zugeben. Also gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Ich habe die Werkbank gesehen, aber ich will mich erstmal umschauen, ob hier vielleicht noch ein paar... Moment, genau. Lassen wir die Schrotflinte aus, wenn wir sowieso keine Pfeile haben. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der Werkbank irgendwas verbessern können. 40 Teile. Okay, da kann ich nichts verbessern. Da auch nicht. Bei der Schrotflinte oder bei der 9mm. Ne, muss bei beiden nicht sein. Aber danke fürs Angebot. So, eine Mikrowelle ist hier. Habe ich hier noch vielleicht ein paar Teilchen oder so? Ne. Aber sonst gibt es hier gar nichts. Jetzt wollte ich mal verkackeiern, oder? Kann ich hier hoch? Das ist auch ein offenes Fenster. Jetzt sehen wir, dass ich da nicht hoch kann. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nein. Ja, okay, dann ist ja anscheinend wirklich nichts mehr. Wieso auch immer. Verstehe ich nicht, aber gut. Ich muss ja nicht alles verstehen. So, erstmal die Schrotflinte nachladen. Und dann schauen wir, ob hier noch ein paar Scars sind. Sie sind noch da. Ach, mich würde auch interessieren, was ihre Story ist. Was sie dazu verleitet hat, dass sie da abhauen. Von den Scars. Weil... Ach, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ich war auch schon... Bei der die Werkbank kenne ich ja bereits. Okay. Das sind alles Orte, die ich bereits kenne. Ach Gott. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich da rüberkomme. Hier rauf? Nein. Ich kann einfach hier rüber. Ach Gott. Ich kann einfach rüberklettern. Ja, manchmal. Was heißt manchmal? Manchmal wird ja bedeuten, dass. Oh. Shit. Oh, geht's in. Kleiner? Noch da? Komm bloß nicht näher! Ich bin's! Tut mir leid. Wie geht's dir?
Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich. Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance. Das Gas? Ich brauche alles Verbandszeug, was du hast. Bogen runter, alles okay. Runter damit, nimm ihn runter! Ich sag dir, Bogen runter! Ey, was soll das? Alles! Lev, Bogen runter. Ist okay. Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Leg sie hin. Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen. Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer. Feuer. Schneiden und ausbrennen? Sie stirbt an der Infektion. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst deinen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken. Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung. Und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreib die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Skars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Abby! Hey. Was? Du... Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich wollte gerade sagen, wie zur Hölle hat... Sind deine Freunde auch Wolves? Ja.
Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Ja. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel? Owen. Abby. Und der Hund heißt Alice. Ich mag keine Hunde. Hunde sind cool. Kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden. Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Zu den richtig hohen Gebäuden. Weißt du denn von da aus, wo es lang geht? Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Okay, auf. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Ich wollte sagen, wie hat Mel Owen so schnell gefunden? Sie war doch noch in der Basis mit Manny. Aber gut, wahrscheinlich weiß sie auch von Owens Versteck. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie weiß, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Ob sie jetzt von letzter Nacht weiß, das kann man nur mutmaßen. Aber sie ist auch nicht dumm. Also sie ist ja eine Ärztin, sie ist eine sehr gute Ärztin, anscheinend die beste Ärztin, die es gibt. Von dem her wird sie auch ein bisschen logisch schlussfolgern können. Also okay. Jetzt ist die Frage so, was sind das denn für Brücken da? Wahrscheinlich sind es keine Brücken, sondern irgendwas anderes, weil Brücken, die wird man doch sehen. Also sie könnten die ganzen Wolves sehen, wenn da im Himmel irgendwelche Brücken sind. Oder denke ich jetzt gerade irgendwie zu kompliziert? Vielleicht denke ich wirklich zu kompliziert. Ich labere irgendwie nur einen Stuss. Da ist es. Zu dem Gebäude müssen wir. Okay, ich sehe es. Ja, das... Was ist, wenn wir die Sachen für deine Freundin nicht kriegen? Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Das wäre nicht gut. Meinst du, sie schafft es? Wenn wir die Sachen kriegen, ja, dann hat sie eine gute Chance. Aber der Arm muss ab. Ich hab's doch gesagt. Die Knochen sind zerschmettert. Hab ich's nicht gesagt gehabt? Wer ist der bessere Arzt? Hier die Soldatin Abby oder der Mediziner Foka, hä? Jetzt denk mal drüber nach. Und die haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe, die Knochen sind doch nicht zerschmettert. Die Knochen sind zerschmettert. Das wird sich doch nicht regeln, wenn man da eine Schiene umlegt. So. Ich bin einfach Mediziner vom Herrn. Also okay. Ich wollte so viele Sachen sagen, aber da kommt auch. Oh. Wusstest du, dass unsere Hunde Karten spielen? Ich bin 13, nicht 8. Du siehst aber aus, als wärst du 8. Finden andere Leute dich witzig? Nein. Ich mag den Kleinen. Aber was ist Compartment-Syndrom? Wenn sich in den Muskeln zu viel Druck aufbaut, kann das Blut nicht im Gewebe zirkulieren. Gewebe? Eine Art Haut im Inneren des Körpers. Woher weißt du das alles? Ich bin unter Ärzten aufgewachsen. Wie Mel. Was ist ein Arzt? Ist das sowas wie ein Schamane? Ja, das ist wie ein Schamane, Lev. Also, der macht keine Regentänze oder so, aber der tanzt auch ab und zu und dann werden die Leute gesund. Ah, du meinst, indem sie eine Opfergabe darlegen, dahin bringen und opfern. Ja, genau. Lev, du hast es verstanden. Manchmal muss man es halt kindgerecht erklären. Mel macht dann Wuschi-Wuschi und alles ist gut. So, die Frage ist, der Weg bis dahin geht 2 Stunden. Abby hat gefragt, hey, balancieren, kein Problem. Überlebt sie 2 Stunden? Und sie hat gesagt, ja, 2 Stunden überlebt sie. Augenblick. Hey. Wo ist er hin? Oh. Danke. Vielen Dank. Klar. Ist das denn überhaupt ein Secret hier? Also sie überlebt 2 Stunden, aber wir müssen ja hin und zurück. Das ist ja 2x 2 Stunden, logischerweise.
Ich glaube, natürlich hat Mel da auch mitgedacht und sie weiß, dass es 2x2 Stunden sind. Dementsprechend hat sie wahrscheinlich die Frage beantwortet, ob Yara 2x2 Stunden überlebt. Aber trotzdem muss man auch mal daran denken, ne? Also ich mache mal nochmal ein Medikit, weil wir eh genug Teile haben und ich dann die Ressourcen hier mitnehmen kann. Okay, nee, das wird tatsächlich nur ein kleines Secret, wo man ein paar Ressourcen bekommen hat und ein paar Medikamente. Jetzt sollten wir aber, glaube ich, 50 Medikamente haben, oder? Damit können wir irgendwas Cooles aufwerfen. Schauen wir mal. Lauschmodus Klarheit. Nee, brauchen wir nicht. Was ist das hier? Schnellere Bewegung im Bauchlage. Mehr Messer fertigen. Impuls. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb einer kurzen Zeit ein neuer Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Schläge sind Nahkampfaktionen mit großem Schaden gegen betäubte oder überraschte Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das will. Verbesserte Medikits will ich auf jeden Fall nicht. Erhöhte Zielstabilität? Nee. Schnellere Medikits? Nein. Impulsdauer ist durch. Nee, das will ich nicht. Das wollen wir auf jeden Fall, oder? Ja. Das ist the way to go. Dementsprechend haben wir auch einen Verbesserungsstrang mit der guten Abby hier vollendet. Fehlen nur noch vier weitere oder wie viele auch immer das sind. So, kommen wir hier weiter? Ne, die Strömung ist deutlich zu stark. Hier kommen wir einfach lang. Okay. Wahrscheinlich müssen wir uns parkourmäßig so hier den Weg bahnen. Das Problem ist, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt oder nicht. Das Problem ist, während die beiden miteinander gesprochen haben. Wir sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Und während den ganzen Zwischen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber die haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Ja, erzähl uns doch mal, wieso sie dich jagen. Ja, was ich sagen wollte, zwischen den Zwischensequenzen und den ganzen Gesprächen machen mir auch meine Gedanken. Und teilweise weiß ich dann nicht, wenn es schon ein bisschen her ist und wenn sie dann neue Gespräche anfangen, ob ich diese Gedanken, die ich da mir gemacht habe, ob ich die schon ausgesprochen habe oder nicht, oder ob sie nur in meinem Kopf stattgefunden haben. Von dem her ist es halt ein bisschen blöd, aber ich will denen halt logischerweise nicht dazwischen quasseln. Ja, wie gesagt, er kann mir gerne weiter erzählen, was damit auf sich hat, wieso sie ihn jagen. Also, wieso sie die beiden jagen. Wer auch kommt, ganz egal, wäre egal, ob Wolfs oder Seraphiten oder was auch immer, rettet mich einfach bitte, rettet mich. Ich tue alles, was ihr sagt. Ich zerschneide mir das Gesicht, ich erschieße ein paar Fedra-Arschlöcher. Wen kümmert's? Ich darf hier nicht sterben, ich will hier nicht sterben. Bitte, helf mir, bitte. Sie werden mich finden und in Stücke reißen. Was ist denn geschrieben? Aber wir helfen dir gerne, wer auch immer du bist. Aber dann solltest du vielleicht lernen, was Satzzeichen sind. Denn das ist wirklich eine sehr hilfreiche Sache, um Texte verständlicher zu machen, beziehungsweise besser leserlich zu machen, sagen wir es mal so. Also der gute Lev hat natürlich keine Schule besucht, deswegen müssen wir ihm ein paar medizinische Begriffe beibringen. Lev, das, was von deiner Schwester da abstirbt, das ist ein Arm. Obwohl, nee, das weiß sie ja schon. Er hat gesagt, sie ist eine Kriegerin. Sie braucht ihren Arm zum Kämpfen. Ja, jetzt wird sie dann hoffentlich bald eine Umschulung erleben zur Medizinerin vielleicht. Achtung, das Glas. Ich bin keine 8 Jahre alt, Abby. Ich bin 13. Wie alt war er nochmal? 12, hat er gesagt, glaube ich. So, oh. Ich glaube, das mit dem Retten hat sich erledigt. Hast du noch einen Brief bei dir? Nee, hat leider nicht. Die Schuhe passen mir auch nicht, sonst würde ich sie natürlich immer sofort anziehen. Aber diese Teilchen sind wirklich so rar verstreut, das ist unglaublich. Wir haben ein Cuttermesser bekommen und das ist... Ein Cuttermesser ist so viel wert wie eine halbe Klinge. Okay. Interesting, obwohl ein Cuttermesser mehr oder weniger aus einer ganzen Klinge besteht. Aber natürlich keine ganz so stabile Klinge wie meine Messersklinge, die ich da zusammenbasten kann mit meinen Fähigkeiten des Zeus. Oder des Thors, besser gesagt. So. Gibt's hier irgendwie noch Secrets oder so? Ein paar Münzen, peut-être? Okay, einfach rüber. Schaffst du das, Lev? Schau mir einfach zu, ich zeig dir das vor. Yep, und rüber. Kriegst du hin? Oh, Mist. Oh. Ja, hilf mir halt nicht, Abby. Aber das... Bist du okay? Alles gut. Sicher? Ja, alles gut.
Ja, was denn passiert? Sie ist doch sicher gelandet. Er muss doch Angst haben. Er ist fast schon abgestürzt, so. So, okay. Wo ist denn nochmal das Gebäude? Dort oben, okay. Das wird ein riesiges Gebäude. Eieiei. Hä? Hallo? Jetzt? Kannst du mir anschauen. Hallo, jetzt? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Sie haben auch ihre Sprüche. Die Wolves haben Sprüche, die Seraphiten haben Sprüche. Wir brauchen untereinander auch Sprüche. Irgendwie so wie... Keine Ahnung, unsere Sprüche sind wahrscheinlich so... Das ist ganz schön tief. Die Stromschnellen sehen echt übel aus. Mhm. Ach so, ja, sie hat Höhenangst. Deswegen hatte sie gerade so Panik. Ich dachte, sie hat sich irgendwie verletzt oder so. Aha, got it. Manchmal brauche ich noch eine Weile. Okay, ein bisschen. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Ach so, sie sind unfreiwillig zu Gejagten geworden. Ah, verstehe. Ich habe den Brief übrigens weggelegt, weil Angst hatte, dass ich wieder ein Gespräch übersehen könnte. So, hä? Was war da, was ich noch gelesen habe? An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung, ehrlich. Wir lassen für dich etwas frisches Gebackenes da, Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia. Meine Mutter heißt Heidi. Julia. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnung gehört haben. Die Leute sind auf sich allein gestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollten es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter irgendwas braucht, Sam. Danke nochmal. Ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot Backmischungen zu finden. Das war... Die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung brauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach. Julia. Okay. Das ist auch gut. So ein Chatverlauf. Scars haben James gesehen, als er auf dem Belag gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe 2 erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem... Unsere Tür nicht ab, und in unserem Safe. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier, Sam. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben, Julia. Interessant, diese Chatnachricht. Und allgemein muss ich sagen, diese Safe-Kombination gefallen mir besser, wenn's solche kleine Rätsel sind. Klar, das eine Rätsel da mit diesem großen Gewinn, das fand ich jetzt nicht so töfte, muss ich sagen. Wo finde ich die Zimmernummern? Ah, hier. Hier wahrscheinlich, oder? Moment, ich mach das Licht mal aus. Cleared, okay. Hier ist Julia. Aber hier sind keine Nummern dran. Ramen Roll. Wo sind wir hier gerade? Okay, der Sam, Julia, Mo. Richard? Wo finde ich die Nummern denn? Also, ich müsste sowieso erstmal den Safe finden, logischerweise. Aber dann irgendwann mal bräuchte ich die Nummern der Zimmer. Ah. Schau mir auch mal die Bilder an. Ist das ein Gemälde von der guten Julia? Die wilde Julia mit ihrer Mutter Heidi. Heidi, okay, sing lieber nicht. Das will sich niemand anhören. So, hier haben wir ein bisschen Verbandszeug. Und hier haben wir gar nichts. Gar nichts ist nicht ganz so gut wie Verbandszeug, aber ab und zu bekommt man das eine, ab und zu das andere. Ah ne, ich dachte, hier wäre noch eine Tür. Da habe ich mich geirrt, tatsächlich. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Hier vielleicht? Ein paar Medikamente, sehr gut. Da habe ich auf der Spüle noch was gesehen, sehr gut. Und können wir uns ein...
Ist die erste Badewanne? Nee, nee, das ist nicht die erste Badewanne, die wir sehen. Ich wollte gerade sagen, wir waren in so vielen Häusern, aber wir haben noch keine Badewanne gesehen. Hier sieht es so aus, als ob es nicht weitergeht. Oder es geht weiter und ich will nicht weiter. Hier ist das Safe. Okay. Deine Zimmernummer und meine Zimmernummer. Beziehungsweise unsere. Sind hier irgendwo Nummern? Auf den Türen ja nicht. Oder vielleicht auf der anderen Seite der Tür. So, hier ist keine Nummer. Sehe ich hier sonst noch irgendwo eine Nummer? Ha. What the fuck? Ich habe doch gerade gelobt, dass ich es cool finde, dass es so kleine Rätsel gibt. Aber wenn ich die Rätsel nicht lösen kann... Also es muss ja hier irgendwo sein, oder... Hier sind keine Nummern drauf, oder? Hier ist ein Zimmer, hier ist ein Zimmer. Hier geht's weiter wahrscheinlich. Ja, hier, dort geht's wahrscheinlich weiter. Und hier ist das Safe. Da oben ist auch nichts Interessantes. Bin ich gerade wieder zu blöd, das Rätsel zu lösen? Moment, tut mir leid. Aber Moment, da war ja sowieso noch, das haben wir doch schon. Ah nee, das ist die Liste von Mel, was wir alles brauchen. Okay, interesting. Okay, ja genau, das war's. Schauen wir nochmal. Denke nochmal nach, versuche es nochmal. Ne, okay, das war die andere Seite. So, okay. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm die alles und verschwinde von hier, Sam. Unsere Wohnungsnummer und dann deine. Also die von Sam und Daniel und wie hieß er nochmal? Keine Ahnung. Kann ich hier nochmal raus? Steht hier irgendwo eine Nummer? What the fuck? Hier irgendwo? Bin ich gerade zu dämlich? Was ist denn los mit mir? Wo sind denn hier Wohnungsnummern? Wo schreibt man Wohnungsnummern hin? Vielleicht in einem Telefonbuch? Ist hier irgendwo etwas versteckt? Ich kann doch zum 50. Mal hier drauf schauen. Vielleicht hier, wenn ich weitergehe? Ach, 302. Ich dachte, da kommt vielleicht eine Zwischensequenz. 302 und 301, oder wie? Tut mir leid, Freunde. Ich dachte, da geht's vielleicht weiter, so als Zwischensequenz. 302, 301, ja, wo ist jetzt nochmal der Safe? Hier war er nicht. Da geht's raus. Und hier ist er. So. Ich weiß nicht mal, ob es richtig ist. 302, 301. Aber versuchen wir es einfach mal. So, 30. 2, 23 und 01. Ja, okay, ein bisschen zu weit. Nein. Verdammt, wie war das noch? Dann vielleicht 30. Dann 301. Moment, ich hab. Das ist nicht so einfach. Moment. Also, es ist schon einfach, aber. Nee, okay. Ich muss den Brief nochmal lesen. Stand da überhaupt das... Wir müssen uns die Wohnung nochmal anschauen. Wir sind hier in der Wohnung. Okay, die Wohnung gehört, glaube ich, niemandem. Kann das sein? Okay, dann haben wir... Hier die 302. S und J. Julia und... Nee, Julia kann es nicht sein. Julia Cooper ist falsch. Dann haben wir hier... Wood. R. Wood. Ist auch falsch. Ist gar keine der beiden Wohnungen. Hier vielleicht? Ist eine 304. Julia könnte es sein. Julia Kennedy? Aber sie war doch zusammen mit ihrer Mutter da. Mit Heidi. M. Wie hieß der Typ nochmal? Verdammte Axt. Alter Falter, das ist einfach so einfach. Für mich ist das... okay, Moment. Okay, wir wohnen in Nummer 302, okay? Und wir sind Sam und James. Wir wohnen in 302, wir wussten nicht... Okay, das Mädchen nebenan. Also ist sie 304. Julia. 304 könnte stimmen, oder? 302, 304, nicht 300... J. Kennedy, Julia Kennedy. Das sind...
habe schon wieder den Namen vergessen, aber es sind zwei, genau. Aber wieso? Wieso ist dann kein Dingensbums, kein H für Heidi? Okay, egal. Versuchen wir mal 302, 304. Das müsste dann vielleicht stimmen. Auf Rätselslösung mit dem guten Foka. 302, also 23, 04. So. Ich hoffe, das ist richtig, sonst habe ich keinen Plan. Tatsache. Das hat ja auch ewig gedauert. Aber wir haben es immerhin hinbekommen. Auch wenn es, wie gesagt, ewig gedauert hat. So, kann ich hier irgendwas auffüllen und dann mitnehmen? Nein. Sprengstoff? Nein. Ja, mal bauen wir noch ein paar Messer. Und sonst kann ich nichts mehr basteln. Okay. Schade, schade, Schokolade. Egal. Okay, damit haben wir das schon mal geregelt. Und können hier schon mal rausgehen. Das war wieder mal schwieriger. Oh, ich wollte gerade runtergehen, aber nee, das ist keine allzu gute Entscheidung. Dass ich hier innerhalb der Wohnung nach der Wohnungsnummer gesucht habe. Ich dachte wirklich, wenn ich da vielleicht die Tür aufmache, dass da eine Zwischensequenz kommt und da der Abschnitt vorbei ist. Tut mir leid. Manchmal denkt man, zu kompliziert oder zu dumm. Hier wurde abgeschossen von den Seraphiten. Finden wir nochmal irgendwas von ihm? Das ist sein Fleisch oder das Fleisch, das er gegrillt hat? Oder auch gar nichts. Hier ist eine Feuerstelle. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus hier, muss man sagen. Also bis auf die Tatsache, dass hier alles heruntergekommen und... Ist ein Secret? Nein. Definitiv kein Secret. Ich dachte vielleicht, weil das ein Raum, den man nur betreten kann, wenn man da runterspringt und die Tür sonst verschlossen ist. Aber nee. Schade, schade. Schokolade. So. Oh. Ah, hier haben wir sogar ein bisschen Munition. Wie lange benutzt du das Ding schon? Den Bogen? Seit Ewigkeiten. Du bist gut damit. Du hättest Yara sehen sollen. Das werde ich leider nie wieder sehen, Lev, weil... ja, außer die hat eine Prothese. Die bekommt so eine coole Prothese, mit der sie dann weiterhin schießen kann. Das werden wir natürlich hinkriegen. Da musst du keine Angst haben, Lev. Aber falls wir es nicht hinkriegen sollten... Finde ich deine Bogen-Skills auch gar nicht mal so schlecht. Ich finde seine Skills auch nicht schlecht. So, wie er uns da gerettet hat, da als wir gehangen sind. Beziehungsweise er nicht direkt, aber wie er Yara gerettet hat. Scheiße. Ja, kein Thema. Keine Angst, Abby, so langsam solltest du mit den Infizierten auch vertraut sein. Das ist ein Bloater. Das ist ein Bloater, Freunde. Das gefällt mir nicht, dass es ein Bloater ist. So, einfach mal hier rüber. Komme ich irgendwo rein, ohne dass... Wir müssen da durch. Ja, verdammt, Axt. Ich weiß, dass ich durch muss, aber ich will das Fenster nicht zerstören. Kann ich da rüberklettern? Nein. Das geht niemals. Oh, ich habe Angst, Leute. Okay, versuchen wir es mal so. Haben die uns entdeckt? Nein. Ah, Moment! Ich Idiot! Ich wollte eigentlich mit dem Schalli schießen. Ich wollte eigentlich mit dem Schalli schießen. Und nicht mit dem Jagdgewehr. What the fuck? Lass mich in Ruhe. So, weg mit dir. Okay. Verdammt, Axt, deswegen hat das auch so... Deswegen war das so laut. So, okay. Dann machen wir das nochmal so. Komm, zieh die. Und hier, hast du's? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So. Was mach ich jetzt? Okay, komm einfach drauf schießen. Egal. Der ist schon tot, sehr gut. Das ging einfacher als gedacht, Freunde. Ma, ich bin echt selten dämlich. Da ist der Schall. Oh, ich hab mit dem Schalldämpfer geschossen. Ja, deswegen ist er kaputt gegangen. Also ich hab alles... Okay? Ja. Ich hab alles richtig gemacht, nur die Sache war halt die, dass... Wie viele Seraphiten hast du getötet? Wieso? Neugier. Keine Ahnung. Sie haben uns halt doch entdeckt, weil wir die Scheibe da zerschmettert haben. Ich dachte, ich hätte halt das falsche Gewehr benutzt, beziehungsweise die falsche Pistole. Finde ich irgendwie ein paar Snacks, um unser Leben wieder aufzufrischen, oder? Eher weniger. Okay, gut, habe ich verstanden, Freunde. Gibt's hier noch was? Tatsächlich sehr gut.
Hallo, nimm. Dankeschön. Nimm mal mit. Wir können theoretisch wieder Rohrbomben basteln. Will ich? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Nee, erstmal nicht, ehrlich gesagt. Obwohl, Moment. Was brauchen wir denn für Rohrbomben? Je nachdem, was wir brauchen. Doch, doch, das kann ich basteln. Locker easy. Und, nee, ich töte noch einen und dann werde ich das Ding verbessern, damit wir dann weitere Schläge damit ausführen können. So, gibt es in der Küche vielleicht was zu essen für den Kleinen? Der hat wahrscheinlich auch ewig nichts gegessen. Also mindestens einen ganzen Tag. Oder je nachdem, er ist ja 2 Tage schon auf der Flucht. Hat er in den 2 Tagen irgendwas gegessen? Vielleicht das, als er bei uns im Aquarium war. Obwohl, nee, die sind sofort losgegangen, oder nicht? Allgemein essen die Leute hier sehr wenig. So klar, natürlich wollen wir ihnen nicht zuschauen, wie sie ihr Essen zubereiten und das dann die ganze Zeit verspeisen. Aber so kleine Hints, dass die gerade gegessen haben oder so, finde ich eigentlich ganz cool von den Entwicklern, dass sie auch zeigen, so hey, hallo, das sind Menschen, die brauchen auch Nahrung, um zu überleben und dementsprechend sind sie auch hungrig und dementsprechend müssen sie auch essen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil eben sie werden teilweise so als Ultramaschinen dargestellt, die sich ab und zu mal ausruhen müssen. Aber ja, wie gesagt, wann müssen sie mal essen? Oder trinken? Trinken ist wichtiger als essen. So, können wir hier die ganze Aussicht begutachten. Wir sind hier Ezio oder Drake. Geht's gut? Ich würde auf jeden Fall sagen... An dieser Stelle beende ich den Part. Abby, ganz ruhig, du musst deine Höhenangst überwinden. Und wie überwindet man seine Höhenangst? Indem man sich der Höhenangst stellt. Ich hoffe, ihr stellt euch euren Ängsten im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute. Und tschüss.